in der Türkei 1980. Das ist jetzt schon lange her. Aber bei diesem Putsch waren die Amerikaner involviert. Und ich wollte einfach auf diese Thematik eingehen, obwohl sie sehr kompliziert ist, obwohl sie sehr verwirrend ist. Ja. Hier ist das Stichwort tiefer Staat. Einfach um so ein bisschen Ihr Wissen abzurufen. Wem ist dieses Stichwort tiefer Staat völlig klar? Kurz ein Handzeichen. Okay. Wer hat das noch nie gehört, tiefer Staat? Okay, das ist die Mehrheit. Dann werde ich das ein bisschen erklären. Man spricht auch vom paralleler Staat. Normalerweise haben Sie als Bürger das Gefühl, Sie sind der Souverän, Sie wählen einen Abgeordneten, der vertritt Sie und der Abgeordnete sitzt im Parlament und überwacht die Exekutive, die nach den Gesetzen der Politik handelt. Das Problem ist aber, dass diese demokratischen Strukturen zum Teil unterwandert werden mit sogenannter verdeckter Kriegsführung. Es gibt verschiedene Forscher, die zu diesem Thema arbeiten, aber der tiefe Staat hat zum Beispiel, einfach als konkretes Beispiel, versucht, in der Türkei Mitglieder vom Geheimdienst zu rekrutieren. Also die Amerikaner haben versucht, die Türkei dadurch zu kontrollieren, dass der amerikanische Geheimdienst CIA den türkischen Geheimdienst MIT, der heißt MIT, nicht wie das Massachusetts Institute for Technology, MIT, aber das ist nicht das Gleiche. Das eine ist das MIT in Boston, das ist eine Uni, und das andere ist der türkische Geheimdienst, MIT. Okay. Und hier haben Sie einen Mitarbeiter, der stellvertretende Direktor des MIT, der hat gesagt, in den 70er Jahren, die CIA hat eine Gruppe von mindestens 20 Personen, die mit dem MIT zusammenarbeiten und die innerhalb des MIT MIT zu den höchsten Rängen zählen. Ein großer Teil unseres Personals, also er ist Türke, er ist Mitglied des türkischen Geheimdienstes, wurde von der CIA im Ausland ausgebildet. Auch das Hauptquartier von MIT wurde von der CIA errichtet. Das heißt, das amerikanische Imperium hat den Türken immer misstraut. Okay? Und um die Türkei in der NATO sozusagen am Band zu führen, wie ein Hund an der Leine, hat man im türkischen Geheimdienst Spitzenoffiziere durch die CIA trainieren lassen. Verstehen Sie, was ich meine? Ja? So kann man ein Land kontrollieren, man untergräbt natürlich die Souveränität im Zielland, müssen sie natürlich, weil sonst machen die, was die wollen. Und dann, wenn sie die Leute in den entsprechenden Stellen kontrollieren, können sie eine Regierung stürzen, indem sie ihre Leute im Geheimdienst aktivieren. Das Gleiche kann man im Militär machen. Jeder Staat, ja, hat eine Sicherheitsstruktur und dass der Geheimdienst und das Militär sind einfach die mächtigsten Faktoren. Und diese zwei Faktoren, wenn man die kontrolliert, kann man eine demokratische Struktur beeinflussen. Jetzt, 1980 kam es zu diesem Putsch in Ankara. Ankara, wie gesagt, die Hauptstadt der Türkei. Dieser Putsch ist schon lange wieder vergessen. Ich habe den eben in meinem Buch NATO-Geheimarmee in Europa angeschaut. Weil die NATO-Geheimarmeen waren eben eine Parallelstruktur. Das war meine Doktorarbeit, die eben in der Türkei existiert haben, die auch in Deutschland existiert haben, auch in der Schweiz, in Frankreich, in Spanien, in Norwegen. Das sind Parallelstrukturen, von denen die Politiker überhaupt nichts wussten. Also die Schweizer P26, das war unsere Geheimarmee, die war dem Parlament unbekannt. Und das ist eigentlich nicht erlaubt. Ja. Auch in Deutschland wusste niemand, dass es eine Parallelstruktur gibt, Stay-Behind-Strukturen, Gladier-Strukturen. Man hat das nicht untersucht. Man hat auch gesagt, ja, da wollen wir jetzt nicht an die große Glocke hängen. Dieser General hat danach 1980 in der Türkei die Macht ergriffen, General Kenan Evren, und er kommt durch den Putsch an die Macht. Und er regiert dann die ganzen 80er Jahre durch. Und das Interessante ist, zuvor kontrolliert er die Kontergerilla, und die Kontergerilla ist die türkische Gladio. Das ist also eine Spezialabteilung innerhalb vom Militär, die fähig ist, ja, Unruhen zu erzeugen. Das ist der tiefe Staat. Und die Strategie der Spannung wurde eingesetzt, um die Türkei in diesen Putsch hereinzuführen. Ich möchte Ihnen das erklären. Man kann eine Gesellschaft aus einem ruhigen, entspannten Zustand in einen gestressten Zustand führen, indem man Gewalt hineingibt. Ja? In diesem Fall hat man Terror und Massaker ausgeführt, wer genau dahinter ist, immer schwer herauszufinden, und dann interveniert die Armee, um die Sicherheit wiederherzustellen. Sehen Sie den Trick? Also zuerst zünden Sie das Feuer beim Nachbar an, oder? Sie zünden die Wand an, also das ist jetzt kein Tipp, machen Sie das nicht, aber und danach sagen Sie, ach, ich bin von der Feuerwehr, ich helfe Ihnen, ich übernehme gleich das Haus. Und das ist natürlich, oder?
Sie schaffen das Problem und präsentieren sich als Lösung. Das ist tiefer Start. Und das ist Strategie der Spannung. Man erzeugt die Spannung selber, um in den Leuten auch eine Akzeptanz zu erzeugen, dass jetzt was gehen muss. Okay? Ich sage nicht, alles, was passiert, ist tiefer Start, aber einiges, was passiert, ist tiefer Start. Und das macht es für die Historiker unglaublich schwierig, herauszufinden, wer denn die Fäden zieht. Die Massaker waren eine Provokation des MIT. Also hier sagt man, dass der türkische Geheimdienst die türkische Bevölkerung angegriffen hat und Massaker ausgeübt hat. Sagen die Leute, nein, das kann man nicht vorstellen. Das ist jetzt abgefahren. Der Geheimdienst, der wird doch bezahlt, um das Volk zu beschützen. Dann sage ich, ja, das ist schwierig, eigentlich ist das die Idee, aber es kam auch in Italien zu Fehlfunktionen, wo der Geheimdienst in Terroranschläge verwickelt ist, um die Bevölkerung zu schockieren. Ich weiß, das ist für viele eine völlig abgefahrene Welt, aber das ist einfach die Welt der verdeckten Kriegsführung. Sie können es auch ablehnen und sagen, glaube ich nicht, gibt's nicht. Oder Sie können es untersuchen, aber untersuchen Sie es nicht zu lange. Es zieht Sie so ein bisschen runter. Und dann gehen Sie besser wieder in die Natur und entspannen sich. Aber einfach, dass Sie es mal kurz gehört haben, mit den Provokationen des MIT und der CIA wurde den Boden für den Putsch vom 12. September erklärt. Und das hat ein Zeuge vor Gericht gesagt, das habe ich auch in einer türkischen Publikation, Kurtulus. Also ich lese natürlich die türkischen Dokumente nur in der deutschen Übersetzung. Aber es gibt relativ viele Türken, die eben auch auf Deutsch publizieren. Es gibt auch Kurden, die auf Deutsch publizieren. Da kann man das ein bisschen besser verstehen. Ist für mich der einzige Weg als Schweizer Historiker, überhaupt die verdeckte Kriegsführung in der Türkei anzuschauen. Und im Hintergrund hatte die CIA einen Mann, das ist Paul Henze. Und er war der Chefarchitekt des Staatsreichs vom 12. September 1980. Das heißt, die CIA ist der amerikanische Auslandsgeheimdienst. Die hat in verschiedenen Ländern Regierungen gestürzt, zum Beispiel 1953 im Iran, 1954 in Guatemala, 1973 in Chile. Das darf man nicht, okay? Es ist völlig verboten. Man darf nicht in ein anderes Land und die Regierung stürzen. Warum? Wegen dem Gewaltverbot der UNO. Aber die Leute sehen es nicht, weil das geht verdeckt, okay? Und jetzt einfach nochmal die Frage in den Raum, wem ist das bekannt, dass die CIA 1980 in der Türkei die Regierung gestürzt hat? Vielleicht ein Handzeichen. Ja, Sie sehen, also das ist jetzt auch nicht die Mehrheit. Darf ich nochmal das Gegenmehr haben? Wer hat das noch nie gehört? Okay. Also Sie sind ja schon die Interessierten, okay? Jetzt müssen Sie sehen, schon unter den Interessierten haben wir nur 10%, die wissen, dass die CIA die Regierung in der Türkei gestürzt hat, 1980. Das heißt, wenn wir heute über Einflussnahme der USA in der Türkei sprechen, wäre das mal das Basiswissen, dass man weiß, okay, die haben das schon mal gemacht. Das ist so wie, wenn man weiß, dass Bayern München schon mal die Liga gewonnen hat, dann kann man sich vorstellen, dass die sie noch mal gewinnen. Okay? Das ist etwa das. Und diejenigen, die wissen, und in der Türkei wissen es natürlich tendenziell viele Menschen, dass schon interveniert wurde, die können sich eher vorstellen, dass in diesem Putsch, den wir kürzlich gesehen haben, der gescheitert ist, wiederum versucht wurde, von außen zu intervenieren. Deine Leute haben gerade einen Putsch gemacht, sagte Carter, das war der amerikanische Präsident 1980, zu Paul Henze, das war eben der CIA-Chef in Istanbul. Istanbul oder Ankara, ich weiß jetzt nicht, wo die CIA die Basis in der Türkei hat. Aber der ist gerade kurz vor dem Sturz, von Ankara verlassen. Also die CIA hat in jedem Land in der Hauptstadt ein Büro, das ist in der amerikanischen Botschaft drin und der CIA-Mitarbeiter ist da nicht angeschrieben mit Experte für Putsch, sondern der ist dann, ja, der ist verdeckt, oder? Attaché für kulturelle Angelegenheiten oder so. Und der Mann, der Paul Henze, ist natürlich aus Ankara ausgeflogen und dann hat Carter ihm gesagt, hey, deine Leute haben gerade einen Putsch gemacht. Und Henze hat zu CIA-Kollegen in Washington dann triumphierend gesagt, unsere Jungs haben das gemacht, our boys have done it. Und das ist eigentlich etwas, was zumindest die Leute in Erinnerung haben, die in der Türkei sich mit der Politik schon lange beschäftigen. Ich habe es Ihnen schon gesagt, das widerspricht dem UNO-Gewaltverbot. Okay. Es ist zu verstehen, aus dem Kontext der NATO, dass die Amerikaner gesagt haben, wir müssen jetzt einen General in der Türkei in die Macht bringen, um das Land zu stabilisieren, damit es schön innerhalb von diesen NATO-Planken läuft. Okay, sehen Sie das? Und Präsident Carter trägt politisch die Verantwortung für diesen Putsch. Das müssen Sie sehen.
Er war nämlich bis zum 20. Januar 1980 Präsident und erklärte später in seinen Memoiren, die Türkei befand sich vor der Bewegung, und er nennt es jetzt einfach Bewegung. Und das ist natürlich, mit den Worten kann man alles verdrehen. Ja? Es war ein Putsch, es war keine Bewegung. Okay? War vor der Bewegung vom 12. September, SIK heißt einfach Abkürzung, genau so hat er es gesagt, hinsichtlich ihrer Verteidigung in einer kritischen Situation. Das heißt einfach, innerhalb der NATO hat man der Türkei nicht mehr getraut. Und dann haben wir gesagt, nach der Intervention in Afghanistan 1979 und dem Sturz der iranischen Monarchie 1979 war die Stabilisierung in der Türkei eine Erleichterung für uns. Also aus amerikanischer Sicht war das eine Erleichterung und es war eine Bewegung. Und aus türkischer Sicht war es ein Putsch. Gut. Das heißt, es gibt auch diese Spaltung, ich habe Ihnen schon auf die Spaltung Türken-Kurden hingewiesen, in der Türkei finden Sie auch die Spaltung zwischen tiefer Staat oder paralleler Staat und demokratischer Staat. Einfach, dass Sie diese Dinge auseinanderhalten können, der demokratisch kontrollierte Staat funktioniert so, dass ein Regierungswechsel nur mit Stimmabgabe und fairen Wahlen funktioniert. Und der tiefe Staat funktioniert so, dass der Geheimdienst Terroranschläge organisiert, die Leute sind schockiert und dann kommt das Militär, macht einen Putsch und sagt, wir sind hier, um euch zu helfen. Also das sind wiederum komplexe Prozesse.